Heute präsentieren wir Ihnen ein Ich oder Du Special. Zwei Menschen, die sich mit Sicherheit im Leben noch nie begegnet sind. Donatella Versace und der Bauer Wermelinger. Hallo. This guy is very interesting because of his style. I have never seen this kind of style of fashion. On a fashion week in Milan or London, never York, never. Ich verstehe kein Wort. Gut, dann legen wir los. Wer von euch beiden gibt mehr für Kleider aus? Na, das beginnt ja schon mal sehr harmonisch. Herr Wermelinger, warum denken Sie, soll Donatella mehr Geld für Mode ausgeben als Sie? Ja, wüsstet ihr, Fleecejacke noch, das war mal eine Aktion in der Land, die haben die 90er Jahre, die hat zweimal nichts gekostet. Und in der Landwirtschaft sind wir auf so unzerstörbare Produkte angewiesen, weil die Fleecejacken werden vom Bund nicht subventioniert. Ah. I am sure this guy is a hipster. His hipster style is astronomically expensive. Okay, wer braucht am Morgen länger im Bad? Das war ja klar. Ja? Actually, my bath is a chemical laboratory. Oh. I do dry cleaning of my body with nanotechnology. Like a decontamination in a nuclear power plant. Dangerous, but very effective. Und wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Wermelinger? Ja, ich hab gar kein Spaß. Ja? Sie, Wollten Sie noch was sagen? Sie erinnert mich an jemanden. Ich hatte immer mal Kampfkühe. Und eine von diesen Nährringkühe, die hat beim Melken immer so hinterher geschaut, die hat genau das Gesicht zum Stock gehabt. Also, was sympathisch. Nächste Frage. Wer von euch ist eitler? Signora Versace, Sie glauben, dass tatsächlich Bauer Wermelinger ist eitler als Sie? Of course. Men are always more vain than women. Ah. I have to do nothing for my look. I'm so beautiful, so natural. I was born this way. Was sagt sie? Sie sei eine Naturschönheit. Ja, so. Oh. If you want, I can make you a very big fashion star. Yes, I can make you the Karl Lagerfeld of Switzerland. Signora Versace, Sie scheinen an Herrn Wermelinger gefallen zu finden, oder? Yes, he is very strong man, crazy look. I think he is Trent Seter. Hmm. Also immerhin haben Sie eine Übereinstimmung von 35%. Und wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Wermelinger? Gefällt Ihnen Signora Versace? Nur raus damit. Oh. Heute oben schon etwas vor. Wir haben das Weihnachtsessen von der Milchgenossenschaft. Ihr habt mir Hey, don't treat me like a bitch. Oh. Please don't. Fuck yourself. Was für ein Fuhl. Tja. Ist das doch nicht Bauersuchtfrau? Nein.